fröhlichen Vatertag, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt soweit einen schönen Tag. Gott, wie sehe ich denn aus? Ja, ich sehe aus wie Aas und schmutzig bin ich auch noch. Brenner. Ich habe mir jetzt gedacht, ach komm, scheiß was drauf. Du hast jetzt sowieso die Esse umgebaut, dass du jetzt von oben den Brenner einklemmen kannst. Und ich habe da ja noch so ein Musterstück. Dann habe ich den mal ausprobiert. Alter Schwede, ihr seht, ich bin rot. Hier in der Schmiede sind gerade derzeit trotz geöffnetem Tor und Durchzug haben wir hier gerade 33 Grad. Ja? Es ist ganz schön warm hier drin. Ja, ich habe ein bisschen gespielt. Ich habe ein bisschen geschmiedet und habe mal wieder Flaschenöffner gemacht. Und der ist jetzt aus dem ganz normalen, 8x30er Flacheisen? 6x30er? 8x30er? Was ist denn das? Da. Ich meine 8x30. Oder 6x30. Ach, scheißegal. Ich kann mir gerade keine Maße merken. Und er ist noch ganz schön warm. Nochmal einen kleinen Schlüsselanhänger in Blattform. Und wo ich jetzt halt ein bisschen stolz drauf bin und der ist halt noch sehr warm gerade. Das ist dieser Flaschenöffner aus dem Stück Bahnschienenstahl. Ja? Alles mit Bienenwachs versiegelt. Ne, das Blatt habe ich mit WD-40 versiegelt. Wo ja auch einige sagten, im letzten Video, da schrieb dann noch einer, WD-40 ist doch kein Öl, das kannst du doch nicht nehmen, man hat es nicht gesehen. Doch, es funktioniert wunderbar. Also das ist, WD-40 macht, wenn es richtig mit der richtigen Temperatur auf das Metall aufgebracht wird, bildet das auch einen schönen Schutzfilm und schützt dann vor Korrosion. Es muss richtig abdampfen, ne? Das muss richtig rauchen und stinken und dampfen und dann bildet sich genauso wie bei Bienenwachs, genauso wie bei Leinöl, bildet sich dann eine schöne Korrosionsschutzschicht. Das ist eine schöne Sache. Und es macht, das Metall nur geringfügig dunkler. Leinöl macht das ja mehr so ein bisschen ins Bräunliche und Bienenwachs macht es schon ja annähernd schwarz. Nein, nicht annähernd schwarz, aber so ein bisschen ins Anthrazitfarbene. Jetzt ist die Frage aller Fragen. Da hinten hängt der Brenner mit dem Lüfter dran. Verfolge ich das Projekt weiter oder bleibe ich jetzt bei dem Pharos-Brenner? Weil der macht wirklich Mordsalarm. Also das ist schon nicht schlecht. Ich würde euch das gerne mal demonstrieren. Moment. Dazu habe ich mir jetzt auch einen neuen Druckminderer geholt. Den habe ich mir bei der SUT in Emden gekauft. Habe ich ja schon ein paar Mal von erzählt, Schweiß- und Umwelttechnik. Das ist ein Harris-Druckminderer von 0 bis 4 bar und ich habe ihn jetzt auf 200, 250 Millibar eingestellt ungefähr. Nee, stimmt nicht. 500, ja, das sind immer Zweierschritte, das müssten jetzt knapp 500 Millibar sein, also einen halben Bar, ne? Knapp, einen knappen halben Bar. So, und wenn wir den aufdrehen, nee, noch weniger, seht ihr das? Da ist er. So, jetzt aber mal schnell. Das geht so natürlich noch nicht. Ah! Zack, die Wurme! Und bunte! So, vielleicht hätte ich auch erst die Druckluft anschalten sollen. Ihr seht, er macht einen guten Alarm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme mit diesem Brenner komme ich auf ein relativ sehr helles Gelb beim Metall. Lässt sich sehr gut schmieden und ich kann hier halt einstellen die Gasmenge, die durch die Injektordüse durchgeht. So, ich mache ihn mal wieder aus. Das ist mir hier gerade ein bisschen zu laut. So, ich kann oben kann ich einstellen, wie viel Gas durch die Injektordüse durchgeht. Dann kann ich natürlich mit dem Venturi-Effekt arbeiten und dann halt unterstützend die Druckluft.
die ich bei 3 Bar eingestellt habe. Und damit kriege ich eine sehr schöne Temperatur hin. Und ich denke mal, wenn ich mich dann noch ein bisschen weiter einfuchse und noch ein bisschen mehr Feintuning betreibe, dann werde ich auch definitiv auf Feuerschweißtemperatur kommen. Also Feuerschweißtemperatur ist mit diesem Brenner definitiv möglich. Und das halt mit einem niedrigen Gasverbrauch. Ne? Also das ist, natürlich jetzt, wo er steht, ist er jetzt wieder bei 500 Millibar. Also ich fahre ihn mit circa knapp 200 Millibar. 200 Millibar? Ja, irgendwie so. Läuft. Das gefällt mir sehr gut. Ich glaube, ich werde diesen Brenner behalten. Ich muss mal mit der Firma Fahrers telefonieren, wie wir jetzt weiterverfahren wollen. Also, dieser Brenner ist echt geil. Ernsthaft. Da kann man wirklich mit arbeiten. Jetzt werden dann bestimmt einige sagen, ja, jetzt hast du aber schon so viel an deinen Brennern rumgetüftet und gemacht und getan und ausprobiert. Und irgendwie hast du da jetzt natürlich auch ein bisschen Geld für ausgegeben und alles. Und jetzt bleibst du dann bei dem gekauften Brenner. Ja, weil das, was ich selber gebaut habe, dann wohl nicht funktioniert hat. Oder beziehungsweise vielleicht, weil ich nicht fein genug arbeiten kann, nicht akkurat genug. Also das ist wirklich, da ist eine Injektordüse drin, die ist gedreht, die ist gefräst, gedreht, die ist wirklich auf tausendste Millimeter genau eingepasst, schätze ich mal. Das ist alles ein bisschen was Feineres. Und dann natürlich auch, wenn man sich das jetzt hier anguckt, dieses Prinzip, dieses Trichters hier, das ist ein gegossenes Teil, was dann gefräst wurde. Das ist wunderbar. Das kriege ich hier so nicht hin. Und das kannst du mit diesen, mit den Standardrohrstücken, kannst du das nicht machen. Ich denke mal, ich werde mal schauen, ich werde mal mit der Firma Faros mal telefonieren, werde meine Erfahrungen mal berichten. Und das natürlich, was natürlich noch dazu kommt, ist, dieser Brenner kann ja definitiv mit sehr niedrigen Drücken arbeiten. Und ich habe natürlich auf lange Sicht habe ich hier geplant, Erdgas in die Schmiede reinzukriegen. Und da ist dieser Brenner optimal für geeignet. Ich kann die Injektordüse dementsprechend einstellen, die Gasmenge, die dann kommt, weil bei Gas hast du natürlich nur 23 Millibar Druck auf der Leitung. Da kannst du dann halt nur mit dem Gasvolumen arbeiten und nicht mit dem Druck. Und das kann mit diesem Pharos-Brenner kann das umgesetzt werden. Und dann kann der 1,8 kW, der kann eine ganze Menge, also der kann, naja, der kann sogar noch mehr. Also da kommt eine Menge Haue. Ich denke mal, das ist der Weg, den ich gehen werde. Die Esse ist gut warm geworden, wenn die nach einer Viertelstunde ist die komplett am Glühen und wenn ich dann das Metall reinlege, das dauert nicht lange, das geht fast genauso schnell oder geht manchmal vielleicht sogar noch ein bisschen schneller, als wenn ich das ins Kohlenfeuer lege. Mit den Erfahrungen, die ich bis jetzt an der Gasesse und an der Kohlenesse gesammelt habe bei Markus. Doch, das ist schon, da kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Ich denke mal, der Pharos-Brenner, that's the way to go. Ja, so viel dazu. Ich spiele jetzt noch ein bisschen rum. Ich will noch ein paar Sachen ausprobieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Genießt den Vatertag, macht's euch gemütlich. Nachher legen wir noch ein bisschen Fleisch auf den Grill. Und morgen und übermorgen nochmal arbeiten. Yay. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Tschüss.